Hi Leute, diesmal will ich euch den besseren Plan zeigen. Ich habe den Schaltregler noch verbessert, indem ich den Fade viel besser ansteuere. Ich habe hier eine Gegentaktstufe aus BD139, BD140, einen Gegentakt-Emitterfolger vor den Fade. Dadurch kriegt der Fade fast 100 mal so viel Geldstrom und schaltet dann auch fast 100 mal so schnell, theoretisch. Der schaltet tatsächlich so schnell, dass er jetzt schon HF-Stellungen macht. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe hier noch einen 100N, der die am Ausgang zumindest gut unterdrückt. Beim Eingang hier könnte man auch noch einen 100N parallel schließen, von Plus auf Minus. Ja. Die Veränderungen, die ich gemacht habe, ist, es ist einmal, dass Pin 13 jetzt auf Masse liegt und nicht mehr auf der 5-Volt Referenzspannung. Dann Pin 16 über 1 Kiloohm auf Akku liegt, ansonsten könnte es sein, dass Strom über den TL-Pin-4 abfließt. Pin 1 über 1 Kiloohm auf Pin 14, Pin 2 über den 10 Kiloohm Port auf die Eingangsspannung, regelt man die Eingangsspannung. Pin 15 auf den 20 Kiloohm Widerstand, da regelt man die Ausgangsspannung. Also 15 und 16 ist am Ausgang, Ausgangsspannung. Und 1 hängt direkt an der 5 Volt Referenzspannung und 2 ist an dem Potti hier, da wo dann eingestellt wird, dass wenn jetzt bei der gewünschten Eingangsspannung, dass hier 5 Volt anliegt oder mehr als 5, sobald hier die Spannung von dem Pin auf unter 5 Volt zusammensinkt, hört die auch auf zu wandeln oder begrenzt. Oder sobald die Spannung durch zu hohe Last durch den Schaltregler zusammenbricht. Dann 10N und 3,3K, das ergibt etwa 37 kHz. Man kann hier auch ein 1K nehmen, dann ist man bei, ich glaube, bei 80 kHz in etwa oder so. Man kann den Chip bis 200 kHz betreiben und mit dieser Fade-Gegentaktansteuerung müsste der Fade das auch gut schaffen. Nur die Diode wird ein bisschen heizen, je höher die Schaltfrequenz ist, wenn man da keine sehr schnelle Diode hat. Ich habe eine 40 Volt 30 Ampere Diode verwendet. Also da wirklich bei der Diode aufpassen. Keine 1N4007 oder so nehmen, sondern wirklich eine Diode für Schaltanwendungen. Als Fade IRF4905, die schafft 75 Ampere bei 55 Volt, was sehr gut ist. Also kühlen muss man den Fade und die Diode. Die beiden braucht man nicht kühlen, weil die nur Spitzen, in den kurzen Spitzen viel Strom an den Fade liefern. Und eigentlich nur schalten. Ja, dann hier 200 Ohm Widerstand. Ja, dürfte alles selbst erklärend sein. Ich zeige den Schaltplan mal nochmal komplett so. Dann kann man sich ein Bild von machen. Also wenn man das Ding genauso aufbaut, funktioniert es auch sehr gut. 20 kPT ist Ausgangsspannung bis 5 Volt und mit 10 kPT kann man die Eingangsspannung einstellen. Wie hoch die Eingangsspannung mindestens sein muss, dass sie noch nicht zusammenbricht. Man sollte aber nicht unter 10 Volt einstellen. Und nicht über 20 Volt gehen, weil der Fade, die Ansteuerung, der mag über 20 Volt nicht. Ansonsten müsste man den TL494 und die Ansteuerstufe extra versorgen, extra mit Strom versorgen. Und eventuell auch einen anderen Fade nehmen, der mehr Spannung verkraftet. Weil der nur 55 Volt an zwischen 2S und 3N kann. Ja, ach ja, der Eingang ist auf Masse und der Ausgang ist auch auf Masse. Also Masse und hier ist der Ausgang und von Masse auf hier legt man den Eingang an das Solarpanel oder Trafo und Gleichrichter, Trafo, Gleichrichter, Elko und dann hier zwischen Minus- und Plus-Eingang. Ja, okay.